Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf und zum Baubericht der 5 Werkstattwagen, die ich ja jetzt in mühseliger Kleinstarbeit zusammengebaut habe, was ursprünglich mal als Projekt gedacht war, nur als Beginn zum Thema Homewerkstatt, was ich mir ganz einfach mal zusammenschustern kann, damit ich die Maschinen da draufstellen kann, bequem irgendwo rumschieben kann. Ja, das Projekt ist über 4 Folgen gelaufen. Für mich waren das, glaube ich, 5 Tage, die ich daran rumschrauben musste. Und letztendlich hat sich das doch gelohnt. Allerdings war es jetzt nicht das Projekt, wo ich sage, das kann man mal so zwischendrin einfach mal schnell bauen. Aber es hat sich letztendlich, wie gesagt, gelohnt. Und es ist jetzt einfach auch ein schöner Anblick, jetzt ganz einfach die Maschinen so aufgereiht stehen zu sehen und jetzt auch flexibel benutzen zu können. Also in dem Punkt hat sich dieses Projekt einfach nach wie vor gelohnt und wir kommen dann auch noch zu dem Thema Stauraum, der mir, glaube ich, jetzt Welten eröffnet, die ich mir jetzt nicht mal im Ansatz irgendwie ausmalen konnte. Aber was euch auch sehr interessiert hat, was kosten diese Wagen? Ich zähle mal ganz kurz auf, es sind Gott sei Dank nur 3 Posten, nicht, dass ich hier groß noch das Märchenbuch auspacken muss. Letztendlich waren mit Versand diese Werkstattwagen eigentlich auch das teuerste an der Sache. Die Werkstattwagen, diese Rollcontainer, die ja eigentlich die Basis bilden, worauf ich mir ja ganz einfach nur dieses Grundgerüst drumherum gebaut habe. Und die Werkstattwagen waren, wie gesagt, das teuerste. Mit 49,75 Euro mit Versand sind sie mir nach Hause gekommen. Und das war schon ein Preis für 5 Stück. Ast rein, lässt sich eigentlich nicht dran meckern. Und dann als nächstes, okay, das war doch nicht ganz das teuerste, aber der nächste Posten setzt sich ja eigentlich aus vielen Sachen zusammen. Zum Beispiel diese ganzen Latten, die ich dafür gebraucht habe, diese Arbeitsplatten, die oben drauf kommen und dieses ganze Holzmaterial, was ich da ja noch reinstecken musste, das schlägt zu Buche mit 66,30 Euro. Ja, okay. Holz hat nun mal seinen Preis und wenn man dann natürlich auch noch den Anspruch hat, dass es gerade ist und halbwegs auch gute Qualität vom Hobeln her ist, dann sollte man da natürlich auch schon mal ein bisschen genauer hinschauen und eher Wert auf das Holz legen als auf den Preis. Und zu guter Letzt haben wir die ganzen Rollen für alle 5 Wagen, auch wenn ich sie jetzt nicht alle gebraucht habe, mit 29,25 €. Also da haben wir eine Gesamtsumme von 145,30 Euro. Wenn wir das Ganze noch durch 5 teilen, also was ja eigentlich der Ursprung war, dass ich alle 5 Wagen gleich umbaue, hätten wir einen Einzelpreis von 29,06 Euro. Ja, okay, die Schrauben sind jetzt nicht inbegriffen, aber ich denke, wenn man die jetzt noch dazu rechnen würde, würde man jetzt trotzdem auf gut und gern gerade mal 30 Euro kommen. Also 30 Euro für jeden einzelnen Werkstattwagen. Ich glaube, das ist ein Preis, mit dem man eigentlich leben könnte. Und wenn man sich die Wagen auch so anschaut, sie erfüllen ihren Zweck in jedem Fall. Und 30 Euro, ich meine, wenn man jetzt sich jetzt so ein Teil komplett kaufen würde, gebaut, also ich habe mich da mal im Netz umgeschaut, da gibt es ja im Ansatz nicht mal Vergleichbares, also denke ich, ist das ein relativ guter Preis. Also im Grunde genommen habe ich ja ganz einfach diese Werkstattwagen, beziehungsweise diese Rollcontainer einfach erstmal zusammengebaut. Diese ganzen Schubladen ist eigentlich das, was mich am meisten an diesem Projekt näher gestört und mehr oder weniger einfach nur Zeit gekostet hat. Aber wenn man das geschafft hat, da hat man eigentlich auch den größten Teil schon hinter sich. Weil dann als nächstes nur diesen Korpus zusammenbauen, das sind letztendlich, glaube ich, 5 Teile gewesen. Also die Außenplatten, oben die Arbeitsplatte und unten 2 Streben, die das ganz einfach noch halten. Rückwand rein und schon hat man den eigentlichen Wagen. Ich habe dann ganz einfach aber noch ein bisschen was rangebaut. Das sind in einem zum Beispiel ganz einfach diese 4 Eckpfeiler, die ich dann noch an den Korpus rangeschraubt habe. Und damit ist eigentlich auch die Höhe flexibel einstellbar. Ich habe mich ja ganz einfach an dieser Arbeitsfläche hier von Stöpselkopf Studio orientiert. Das ist eine angenehme Arbeitshöhe, gerade was so die Säulenbohrmaschine und natürlich die Bandsäge angeht. Also das ist eine Arbeitshöhe, womit man gut arbeiten kann. Der eine oder andere würde jetzt natürlich davor stehen und sagen, das ist ein bisschen zu hoch. Naja, jeder muss sich das so anpassen, wie er das möchte, aber da ist man natürlich auch flexibel, wenn man das so baut, dass man die Höhe individuell anpassen kann und so ist das, denke ich, doch eine relativ gute Lösung und einfach eigentlich auch eine simple Lösung. Als nächstes habe ich ganz einfach nach unten eine Platte rangeschraubt, wo auch wiederum die Rollen rangekommen sind. So kann man gegebenenfalls das Ganze noch ein bisschen ausrichten, gerade mit diesen Eckpfeilern, dass man den Kasten an den einzelnen Punkten ein Stück runterschiebt und festschraubt und so weiter, so dass das Ganze natürlich in Waage ist.
dann oben die Arbeitsplatte drauf und fertig ist eigentlich auch der Lack. Wenn das jetzt im Bau noch genauso einfach gewesen wäre, wie ich das jetzt hier erzählt habe, dann wäre das, naja, dann auf gut und gern vielleicht 10 Minuten rausgekommen, dieser einzelne Werkstattwagen. Aber man muss natürlich auch mal dazu sagen, ich habe im Groben zwar eine Idee gehabt, einen ungefähren Plan, aber wie die Umsetzung ganz genau aussah, hatte ich natürlich noch nicht vor Augen, außer was ich wollte, hatte ich vor Augen. Und das ist ein Werkstattwagen, wo ich oben meine Maschine draufstellen kann und bequem damit arbeiten kann. In dem Fall erfüllt es natürlich den ganz einfachen Zweck, damit ich da auch gut damit arbeiten kann, flexibel auch arbeiten kann. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch gesagt habe, ich brauche massive Rollen, die auch das ganze Gewicht tragen und die ich natürlich auch noch mit Bremsen versehen kann, so dass der Wagen auch nicht wegrollt, wenn ich dann zum Beispiel eine Holzleiste reinschieben muss. Kann natürlich auch gerade bei der Bandsäge natürlich das eine oder andere Mal vorkommen. Und die Schubladen, da komme ich jetzt gerade mal zu dem Stauraum, der ja eigentlich, naja, das Wichtigste an diesem Wagen für mich persönlich war. Denn ich räume jetzt mal gerade mal alles hier aus diesem Schrank raus, was mich stört. Weil das Problem ist natürlich, diese IKEA-Schränke, die glaube ich jeder kennt, sobald man hier irgendetwas vorne hinstellt, gerade wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen im Hintergrund irgendetwas, naja, besser aussehen lassen möchte, habe ich natürlich das Problem, dass ich dann natürlich immer irgendetwas vor diesem ganzen Zeug hinstelle und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich dann an das, was dahinter steht, was ich vielleicht in dem Fall dann brauche, sei es jetzt gerade mal ein paar Schrauben, dass natürlich gegebenenfalls das Ganze hier runterfallen könnte. Und das ist mir natürlich gerade beim Bau auch häufiger von irgendwelchen Sachen passiert, dass hier irgendetwas runtergefallen ist und vielleicht auch damit kaputt gegangen ist. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Aber runtergefallen ist das eine oder andere Mal schon etwas und das ist natürlich während einer Aufnahme auch natürlich nicht so toll. So, ich räume jetzt ganz einfach mal was hier raus, was mich stört und ich glaube, das wird jetzt auch einen Moment dauern. So, an dem Punkt muss ich, glaube ich, jetzt auch erstmal wieder abbrechen. Also ich bin jetzt noch nicht mal fertig mit Ausräumen und bei mir quillt jetzt hier quasi auch schon der Tisch über. Und das sind alles Sachen, die ich jetzt, glaube ich, auch teilweise schon ein oder zweimal schon gesucht habe. Zum Beispiel hier Kabelbinder. Ich habe mir jetzt gerade vor einer Woche oder so nochmal einen 100er-Pack gekauft, weil ich diese einfach nicht gefunden habe. Oder sei es Kabelklemmen. Mein Lötkolben, der ein halbes Jahr alt ist, stand ganz hinten an der Wand, kommt man natürlich nicht ran. Wenn man mal wieder braucht, dann muss man natürlich erstmal alles davor wegräumen. Das sind zum Beispiel alles Sachen, gerade wenn ich hier sowas angucke, die Schrauben, das, naja, muss ganz einfach nicht im Regal stehen. Das packe ich jetzt ganz einfach unten in die Werkstattwagen rein und das ist auch das Wunderbare, das kann ich nur jedem empfehlen. Das sind zum Beispiel ganz einfache Einmachgläser, in diesem Fall jetzt hier von dem Geodip. Das sind Gläser, die man sowieso gekauft hat und warum wegschmeißen, wenn man das ganz einfach für solche Sachen hier benutzen kann. Also da bin ich in jedem Fall der Freund davon und das hat noch den großen Vorteil, man sieht, was drin ist. Also bei mir kommen jetzt die Gläser ganz einfach so in den Kasten rein. Man kann von oben, wenn man die Schublade aufmacht, reinschauen, was ist drin. Und so kann ich auch sofort aussuchen, was ich jetzt gerade brauche, nehme das Glas raus und zack, kann ich das zu dem Punkt hinnehmen, wo ich jetzt gerade etwas zusammenschraube. Ideale Lösung. So, und das tun wir jetzt erstmal. Und da fällt mir jetzt gerade auch noch ein Punkt ein, den ich gerade noch erwähnen wollte. Das ist zum Beispiel auch so ein Auswahlkriterium gewesen, dieser Schubladen, dass diese Gläser hier reinpassen. Also die passen hier wunderbar rein. Ich verliere eigentlich so gut wie keinen Stauraum dadurch. Was mir jetzt gerade eher noch auffällt, na okay, drei passen jetzt leider nicht nebeneinander, aber so viel Schubladen, wie ich jetzt zur Verfügung habe, also ich glaube, da kann ich trotzdem noch ohne Ende eigentlich, naja, Platz sparen, mich hier austoben, in jedem Fall mit einräumen. Ach, ist das ein Traum. Yeah.
Und so hätte ich eigentlich auch in kürzester Zeit, also das hat jetzt vielleicht, lass es mal 5 Minuten gewesen sein, gedauert. Und die Schränke, naja, okay, leer möchte ich es jetzt nicht nennen. Aber ich meine, ich habe jetzt hier Stauraum, den ich jetzt mit echt Sachen, naja, befüllen könnte, die ich jetzt vielleicht doch mal, naja, häufiger verwende. Und ich kann jetzt mir zum Beispiel jetzt auch hier, es gibt ja jede Menge Sachen, die man da bei Ikea kaufen kann, betone ich, kaufen. Bauen könnte man natürlich auch etwas. Aber ich hätte jetzt viel mehr Optionen und jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr das Problem, dass hier ständig irgendetwas runterfällt. Ach, natürlich sollte ich ja auch mal ein bisschen sauber drin machen und die einen oder anderen Sachen werde ich zum Beispiel jetzt auch noch aussortieren. Aber vorher gucken wir uns mal noch etwas anderes an. Und natürlich ist die Rede von den Werkstattwagen an sich. Also man sieht, die sind auch reg gerade momentan im Betrieb. Also ich baue jetzt gerade schon an dem nächsten Projekt und da benutze ich die jetzt gerade viel lieber, weil jetzt das Ganze einfach dieses Hochheben entfällt. So habe ich sie immer auf Augenhöhe, kann gemütlich damit arbeiten. Und was mir jetzt zum Beispiel auch erst vor 2-3 Tagen aufgefallen ist, zu jeder Maschine, beziehungsweise zu den Sägen in dem Fall, waren zum Beispiel diese Teile dabei. Und jedes Mal durch dieses Hoch- und Runterstellen, irgendwann mal lagen die natürlich in einem Regal und sind seit jeher auch nie benutzt worden. Was ja natürlich schon ein Sicherheitspunkt ist. Naja, okay, das ist jetzt so eine Sache. Aber ich habe ganz einfach auch den Punkt gehabt, dass ich sie nie zur Hand gehabt hätte, wenn ich sie gebraucht hätte. Und jetzt kann ich mir natürlich das Ganze jetzt eventuell, natürlich jetzt auch hier vorne vielleicht mit einem Haken festmachen oder daneben, dahinter, wie es jetzt natürlich lustig wäre. Und so könnte ich diese Teile natürlich auch viel schneller in der Hand haben und auch verwenden und natürlich damit meine Hände auch besser schützen. Ist natürlich ein Punkt, wo ich jetzt auch drüber nachdenke, die natürlich ganz einfach hier an die Seite zu machen, ist natürlich Freiraum da, aber das müssen wir noch schauen. Genauso der Punkt, das, was mir auch anfangs ganz wichtig war, dass natürlich in diesen Werkstattwagen nur Sachen unten drunter sind, die man vielleicht auch für diese Maschine braucht. Zum Beispiel jetzt die Säulenbohrmaschine, ist ein schönes Beispiel. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Schrauben drin, ist jetzt gerade mehr oder weniger jetzt gerade auf die Geschwindigkeit einfach nur hier reingewandert. Aber sowas könnte ich dann zum Beispiel jetzt, was habe ich hier, da könnte ich zum Beispiel jetzt die Bohrer reintun. Die Schlüssel, um zum Beispiel etwas festzuziehen, wie jetzt gerade in dem Fall das Bohrfutter oder hier den Schutz. Solche Sachen könnte ich dann natürlich ganz einfach hier reintun und so habe ich sie dann auch zur Hand, wenn ich sie brauche. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, was mich dazu gebracht hat, diese Werkstattwagen zu bauen. Weil so hätte ich ganz einfach alles, was zu der Maschine gehört, sei es jetzt zum Beispiel solche Anschläge oder so, einfach gleich zur Hand, wenn ich es brauche. So brauche ich nicht irgendwo hier rumlaufen, um das ganze Zeug zu suchen. So habe ich es gleich bei der Maschine und kann es auch benutzen. Im nächsten, naja, Umbau, denke ich, wird dann ganz einfach noch dazu kommen, dass die Spannungsversorgung für diese Maschinen auch an diesen Wagen wandert. Sprich, da kommt eine Steckdose ran mit einem Kabel, wo ich dann die Maschine ganz bequem an den Wagen in die Steckdose stecken kann und sie auch läuft. Die dann wiederum natürlich auch noch mit einer Absaugung gekoppelt wird. Also das sind alles so Projekte, die jetzt noch auf diesen Wagen aufbauen werden. Aber das, wenn es natürlich soweit ist. Und ich bin natürlich auch gerade noch am Schauen, was man noch alles ändern könnte. Gerade dieser Freiraum da unten. Mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, baust du dir jetzt vielleicht noch etwas für die größeren Maschinen? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Gerade jetzt so die Handkreissäge ist, naja, sie passt zwar ungefähr hier rein, aber jetzt gerade, wo habe ich es noch gesehen? Ach, ist ja auch egal. Gibt es natürlich auch Maschinen, die jetzt, wenn sie da drin sind, natürlich auch diesen kompletten Kasten ausfüllen und man da nichts anderes reintun kann. Also wäre dann zum Beispiel eine Maschine in einem Kasten und naja, in meinen Augen ist das nicht ganz einfach, nicht zweckmäßig und daher liegt sie jetzt nach wie vor gerade hier unten, ganz unten drin. Was denn auch noch passieren wird jetzt die nächste Zeit, ich habe ja jetzt jede Menge von diesen Holzklötzchen übrig von den Beinen und warum wegschmeißen? Ich habe mir jetzt auch so gedacht, ganz einfach, weil jetzt die Maschinen natürlich jetzt derzeit, ich betone derzeit, jetzt noch nicht auf diesem Wagen fest sind, dass ich natürlich mir jetzt hier solche Ecken reinmachen könnte, dass diese Maschine natürlich trotzdem flexibel auf diesem Wagen bleibt, so dass ich sie vielleicht trotzdem noch ein bisschen bewegen kann.
vielleicht doch mal kurz rausnehmen kann. Aber trotzdem so eine Verankerung hat, dass der Wagen sich auch definitiv immer mit der Maschine mitbewegt. Das ist zum Beispiel auch so sowas, worüber ich gerade noch nachdenke. Aber das werde ich jetzt, glaube ich, nach und nach mal noch schauen, ob ich das so mache oder ob ich die vielleicht doch ganz einfach festschraube. Mal sehen. In diesem Punkt bin ich jetzt auch erstmal mit meinem ganzen Baubericht durch. Was ich jetzt eventuell noch ändern würde, wenn ich diese Maschinen bzw. diese Werkstattwagen nochmal bauen müsste, wäre ganz einfach die Tatsache, dass ich eventuell andere Rollwagen nehmen würde. Die Rollwagen sind schön und gut, für den Preis würde ich sie vielleicht auch wieder kaufen. Problem ist ganz einfach nur an der Sache, die Schubladen sind, naja, nicht gerade breit. Also wenn jetzt die Werkstattwagen allgemein etwas breiter wären, wäre das jetzt vielleicht vom Platz her hier jetzt gerade ein Problem. Aber gerade für den Stauraum der Schubladen wäre das eigentlich schon sinnvoll. Aber wie gesagt, für den Preis unschlagbar. Und ob es jetzt auch viel breitere Wagen gibt, ist jetzt auch so dahingestellt. Und was die dann auch kosten, na, muss man sehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich diese Wagen haargenau so eigentlich wieder bauen. Vielleicht unten mit den Rollen würde ich vielleicht ein bisschen, naja, das Ganze mehr durchstrukturieren, dass man das vielleicht auch ein bisschen schneller alles ausrichten kann. Aber so im Großen und Ganzen würde ich diese Maschinenwagen definitiv nochmal haargenau so bauen, weil sie sind letztendlich das, was sie sein sollen, und damit ist ja eigentlich auch alles gut. Also alles in allem ein gelungenes Projekt, was ich nur weiterempfehlen kann, so zu bauen. Natürlich werden die Preise variieren, um das Ganze vielleicht so zu realisieren, wie ich das Ganze gemacht habe, gerade wenn ich jetzt so an die Wagen an sich denke. Aber man kann das sich natürlich sowieso anpassen, wie man lustig ist. Man kann es höher machen, man kann es niedriger machen. Man kann natürlich auch die farbigen Blenden dazu nehmen, die jetzt auch dabei sind, wo ich jetzt selber noch schaue, was ich überhaupt mit denen mache. Aber alles in allem sind sie das, was sie sein sollen, und damit ist ja auch alles gut. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns selbstverständlich wahlweise Mittwoch oder Freitag 14 Uhr zu den nächsten Stöpselkopf-Folgen wieder. Ansonsten montags 19 Uhr zu den Stöpselkopf-News. Macht's schön gut, bis dann. Ciao.